I do know a German word. Ich weiß wenigstens ein deutsches Wort. Gesundheit. Gesundheit. I've heard that since I was a little girl in the das US. Das habe ich schon gehört als kleines Kind in Amerika. Somebody sneezes, somebody says Gesundheit. Wenn jemand niesen muss, dann sagt man Gesundheit. I just need to pray as I start. Ich möchte gern zuerst beten, bevor ich anfange. Oh, Father, I'm so thankful for a God like you. Unser Vater, ich bin so dankbar, dass du ein Gott bist, wie du bist. That you're so personal and so real. Dass du so persönlich bist, so real. And that you want to be a part of every detail of our life. Und dass du Teil von jedem Detail unseres Lebens sein möchtest. I'm so grateful for your mercy. Ich bin so dankbar für deine große Gnade. And tonight, Lord, I don't want to waste anybody's time. Und heute Abend, Herr, möchte ich nicht irgendwelche Zeit verschwenden. I really pray that your Holy Spirit will speak to every heart. Ich bitte, dass dein Heiliger Geist wirklich zu jedem Herzen spricht. Lord, some may be struggling with believing that you really care about them. Manche kämpfen vielleicht mit dem Gedanken, dass du dich nicht wirklich um sie kümmerst. Or they may have just a lot of doubts and questions about. Oder vielleicht haben sie Zweifel und Fragen über dich. Just pray somehow, some way, Lord, you will show them the answers, help them to be able to trust you. Und mein Gebet ist, dass du ihnen einfach irgendwie zeigst, dass sie Antworten finden können, dass sie dir vertrauen. And I pray you'll bless Frank, my translator tonight. Und ich bitte, dass du auch Frank, meinen Übersetzer, heute Abend segnest. And myself, that you will put your words in our mouth. Und auch mich selbst und dass du deine Worte in unseren Mund legst. And I thank you in Jesus' name. Und ich danke dir im Namen Jesu. We love you, Lord. Und wir lieben dich, Herr. Amen. Amen. It's been such a privilege to be here with you. Es ist so ein Vorrecht, hier bei euch zu sein. And I really look forward to heaven where we do speak the same language. Und ich freue mich wirklich auf den Himmel, wenn wir dort alle die gleiche Sprache sprechen werden. And I get to hear your stories of how God has worked in your life. Um deine Geschichten zu hören, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. After we've been praising God for many, many weeks. Nachdem wir Gott schon für viele, viele Wochen lang gelobt hatten. That we're there. Wo wir da waren. I would like to meet at the Tree of Life. Dann möchte ich gerne mich mit euch am Baum des Lebens treffen. And hear your stories of how God has worked in your life. Und deine Geschichten hören, eure Geschichten hören, wie Gott in eurem Leben gewirkt hat. You know, what I shared Sabbath morning about people praying for me and how I was converted. Vielleicht erinnert ihr euch noch, am Sabbatmorgen habe ich euch erzählt, wie andere Leute für mich gebetet haben und wie das mein Leben verändert hat. I'd had an experience with God earlier, but I lost it because of the bitterness, resentment in my life. Und ich habe eine ähnliche Erfahrung mit Gott schon vorher gehabt, aber die ist mir wieder verloren gegangen, weil ich in meinem Herzen so verbittert war. And so I'm just so thankful for people who pray for others. Und deshalb bin ich einfach so dankbar, dass es Leute gibt, die füreinander beten. But God started pulling me into praying for others. Und Gott wünscht sich, dass viele in das Gebet hineingezogen werden, füreinander zu beten. One day I get this phone call. Und eines Tages rief mich da jemand an. And the lady who called me, I knew her, but I didn't know her real well. Und die Dame, die mich da anrief, die kannte ich zwar, aber eigentlich kannte ich sie doch nicht so gut. And she says to me, und sie sagt zu mir, I've been married 32 years today. Heute bin ich 32 Jahre lang verheiratet. And I thought, oh, congratulations, und ich habe mir gedacht, wow, Glückwunsch. I'm thinking, why did she call me? Und ich denke mir, warum hat sie jetzt mich angerufen? Said, I'm, you know, glad you got, you're married. Oh, bin froh, dass du verheiratet bist, dachte and ich she mir. Says, I want out. Und sie sagte, heute bin ich rausgegangen, weggegangen. I was shocked. Und ich war schockiert. This was a very prominent couple in our church. Das war ein Ehepaar, das sehr bekannt war in unserer Gemeinde. Everyone thought highly of them. Und alle haben bestens über sie gedacht. She said, I'm miserable, he's miserable, I want out. Und ich fühle mich elend, hat sie gesagt, und er mag mich nicht und ich möchte einfach nur weg. She said, I packed my car with everything I thought I couldn't live without and I left. Und dann hat sie gesagt, ich habe das Auto vollgepackt mit allem, von dem ich dachte, das brauche ich unbedingt und bin abgehauen. She said, I'm driving down the highway.
Und so fahre ich die Straße da entlang. And I'm telling God, God, I know you don't like divorce, but I don't know what to do. Und ich sage zu Gott, Gott, ich weiß, du magst Scheidung nicht, aber was bleibt mir denn übrig? Was soll ich tun? She said, I'm miserable, he's miserable. There's no point in staying together. Ich fühle mich elend, er fühlt sich elend. Es hat überhaupt keinen Sinn, weiter zusammen zu bleiben. And I'm thinking privately, you know, I'm praying, God, what do you want me to do with this? I'm not a marriage counselor. Und ich denke mir, während sie mir das erzählt, Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin doch kein Eheberater. But she says, as I ask God, you know, what do you want me to do, God? Und dann sagt sie, Gott, was möchtest du denn, dass ich tun soll? She right then sees a big, huge sign beside the highway. Und während sie das sagt, sieht sie plötzlich ein großes Zeichen, ein großes Schild neben der Straße stehen. And it said on it in big black letters. Und dort stand in großen schwarzen Buchstaben geschrieben: Turn back now, next exit. Dreh jetzt um an der nächsten Ausfahrt. She decided that was from God to her and she came back home. Und für sie war das das Zeichen von Gott, dass sie umkehren sollte und nach Hause fahren sollte. But then she calls me. Aber dann rief sie mich an. Of course I'm thinking, God, what do you want me to do? I'm not a marriage counselor. Und ich denke mir natürlich, lieber Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin doch kein Eheberater. And just that quiet thought, I want you to pray with her once a week for her marriage. Und plötzlich bekam ich diesen stillen Gedanken in meinem Kopf, bete mit ihr, bete einfach mit ihr. And I was thinking, yeah, I don't know if she would want that. Und ich denke mir, ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt will. So I asked her. So frage ich sie. I said, I'm not a marriage counselor, but if you wanted to, I'd get together with you once a week to pray for your marriage. Ich bin zwar kein Eheberater, habe ich gesagt, aber wenn dir das gefällt und du das möchtest, können wir uns einmal die Woche treffen zum gemeinsamen Gebet. And she said, I would love that. Oh, das würde ich lieben, hat sie gesagt. So we started meeting to pray for her marriage. Und so trafen wir uns und haben für ihre Ehe gebeten. I also, you know, talked to God about how long should we meet. Und wir haben auch gesagt, wie lange sie verheiratet waren. And I felt like he was saying for 40 minutes once a week. Und dann hat Gott gesagt, wie lange sollen wir beten? 40 Minuten vielleicht. So the first time we meet to pray. Das erste Mal, als wir uns also zum gemeinsamen Gebet getroffen haben. She starts telling me just how terrible this man is. Fängt sie an, mir zu erzählen, wie schrecklich ihr Mann ist. And just on and on and on. Und immer weiter und immer weiter erzählt es. And I learned real quickly. Und dann habe ich ganz schnell gelernt, you can waste a lot of time talking about the prayer request. Dass ihr während der Gebetszeit sehr viel Zeit damit verschwenden könnt, über all die Gebetsanliegen zu sprechen. Satan loves to keep us talking about the prayer request. Und Satan liebt es, dass wir einfach unsere Gebetsanliegen immer wieder weiter erwähnen und erwähnen. Have you ever been in a prayer group and before you start to pray, we'll say, does anybody have a prayer request? Wart ihr schon mal in so einer Gebetsversammlung und irgendjemand hat zu Beginn der Gebetsversammlung gesagt, hat irgendjemand von euch ein Gebetsanliegen? And then this person shares the request and this one and this one. Und dann fängt die Person an und sagt ein Gebetsanliegen und dann sagt die Person ein Gebetsanliegen und die Person. And people start saying, well, have you tried this? Und dann fangen die Leute an, hast du das schon ausprobiert? Or have you done this? Oder hast du das schon gemacht? Have you called so and so? Hast du den schon angerufen? And pretty soon they look at your watch, oh, we're out of time to pray. Und plötzlich schaut man auf die Uhr und sagt, ach, die Zeit ist so schnell vergangen. We don't have time. Could you just pray a quick prayer? Wir haben kaum noch Zeit zum Beten. Würdest du schnell noch ein kurzes Gebet sprechen? Satan has just won. Und Satan hat in dem Moment gewonnen. Because there's no power in the talking, it's in the praying. Denn im Reden ist nicht die Kraft, sondern im Gebet. So I determined, I told her, you know, you've talked about it this time, but from now on, when we meet, we're just going to pray. Und so habe ich ihr das gesagt. Ich habe gesagt, gut, du hast mir diesmal lang und breit darüber erzählt, aber in der Zukunft, wenn wir zusammenkommen, dann werden wir einfach nur beten. So when she started praying, it was, oh God, help this man. Und sie würde dann ihr Gebet so anfangen, dass sie sagt, lieber Gott, bitte hilf doch diesem he Mann. He does this and he does that. Und er tut das und er tut jenes. Oh Lord, he needs to be converted. Und bitte Herr, er muss sich unbedingt bekehren. And I thought, you know, something's wrong with this. Und dann dachte ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. I said, Lord, what's wrong? Und was stimmt da nicht, Herr? And what I realized was, you know, we're starting off just saying, God, do this, God, do this. Und dann wurde mir bewusst, wir fangen unsere Gebete an, indem wir Gott sagen, Gott, tu dies, Gott, tu das, Gott, tu jenes. And as it says in Psalms 100, it's better to enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Und im Psalm 100 steht, es ist gut, wenn wir in seine Gegenwart kommen mit Danken und Lobpreis. And so I told her, let's spend the first 10, 15 minutes just praising God, giving thanksgiving. Und dann habe ich ihr gesagt, könnten wir nicht die ersten 10 Minuten unseres Gebets einfach damit verbringen,
Gott zu loben und ihm Dank zu sagen. She says, I don't have anything to praise him for. I don't have anything to thank him for. Ich habe überhaupt nichts, worüber ich dankbar sein kann, und mir fällt nichts ein, worüber ich Gott loben könnte. My husband's a mess. My children are unconverted. Mein Ehemann ist ein Chaos. Meine Kinder sind nicht bekehrt. So I said, well, let's just praise and thank God for Jesus dying for us on the cross. Und dann habe ich gesagt, lasst uns Gott doch einfach nur Danke sagen und ihn preisen dafür, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Let's thank him that Jesus is going to come and take us home out of this bad world. Und dass Jesus wiederkommt und uns aus dieser verdorbenen Welt mitnimmt und nach Hause nimmt. At that time, I didn't want to tell her to praise God that her husband was the way he was. Zu dem Zeitpunkt habe ich es noch nicht gewagt, ihr zu sagen, dass sie Gott vielleicht auch danken könnte dafür, dass ihr Mann so ist, wie er ist. So we started when we'd pray, just praising God and giving thanksgiving for the first about 10 minutes. Und so haben wir angefangen, die ersten 10 Minuten Gott zu preisen und ihn zu loben für das, was er ist. I also got her to commit to spending at least 30 minutes a day with God. Und ich habe sie auch dazu gebracht, dass sie wenigstens 30 Minuten pro Tag in der Gemeinschaft mit Gott verbracht. Just reading her Bible and talking to God, getting to know him. Einfach nur die Bibel zu lesen, mit Gott zu reden, einfach ihn kennenzulernen. And we would keep meeting and praying. Und dann trafen wir uns und beteten zusammen. But one of the things I started doing, I said, Lord, how should we pray for her marriage? Und dann habe ich mich einfach gefragt, Herr, wie können wir für diese Ehe am besten beten? I said, how do we pray for her husband? Wie bete ich hier für ihren Ehemann? God led us to pray. Und Gott hat uns dahin geführt, dass wir zusammen beten. That he would see his wife, love his wife the way he did when they first got married. Und uns ist bewusst geworden, dass wir dafür beten sollten, dass er seine Frau wieder so sieht und so liebt, wie er sie geliebt und gesehen hat, als sie sich zum ersten Mal getroffen haben. And that she would see her husband through God's eyes. Und dass sie es schafft, ihren Ehemann durch Gottes Augen zu betrachten. And also we started praying that God would give him a pure mind. Und wir haben auch gebetet, dass Gott ihrem Mann klare und reine Gedanken gibt. He ran around with other women. Denn er ist mit anderen Frauen durch die Gegend gezogen. So we started praying for these things. Und so haben wir angefangen, dafür zu beten. And do you know what happened? Und wisst ihr, was passiert ist? He got worse. Es ist schlimmer geworden. They got worse. Es ist schlimmer mit den beiden geworden. Fighting. Sie haben sich gestritten. And I'd like to encourage you. Und ich möchte euch einfach ermutigen. That if you start praying for someone, you start meeting with people and praying about a situation. Wenn ihr euch mit Leuten trefft und ihr anfangt für jemanden zu beten in einer Gebetsgemeinschaft. And things get worse. Und die Dinge dann schlimmer werden. I would encourage you to praise God. Dann möchte ich dich ermutigen, Gott dafür zu loben. And thank him that he is working. Und ihm danken, dass er am Wirken ist. You may not see him working, ihr mögt nicht erkennen, dass er but wirkt, to step out in faith and believe he is. Aber im Glauben voranzugehen und zu glauben, dass er am Wirken ist. In 2. Corinthians 5:7 we're told to walk by faith, not by sight. In 2. Korinther Kapitel 5 Vers 7 wird uns gesagt, dass wir im Glauben voranschreiten sollen und nicht im Sehen. She also wanted to pray for her children. She had several grown children that were married, had their own families. Und sie wollte auch, dass wir für ihre Kinder beten. Sie hatte mehrere erwachsene Kinder, die verheiratet waren zum Beispiel. But they had never come into the church. Aber die sind nie in die Gemeinde gekommen. And so we started praying for them. Und so haben wir angefangen, auch für sie zu beten. Now they lived in other cities. Die haben in anderen Städten gewohnt. But she started getting phone calls from them. Aber sie erhielt immer wieder Telefonanrufe von ihnen. One of them lost his job. Another one, they were fighting in their marriage. Der eine hat seine Arbeit verloren, die anderen hat statt Streit in der Ehe gegeben. All kinds of problems started happening. Alle möglichen Probleme fingen plötzlich an zu passieren. So I would tell her, let's praise God. Und ich habe ihr einfach gesagt, lasst uns Gott loben. That he's working. Dass er am Wirken ist. Even though we don't see it. Auch wenn wir es nicht erkennen können. But in my morning worships I'd say, God, I'm so sick of praying for this family. Aber in meiner Morgenandacht habe ich gesagt, Gott, ich bin es einfach leid, für diese Familie it's zu beten. More and more problems. Je mehr wir beten, umso mehr Probleme tauchen auf. I don't want to pray for him anymore. Ich möchte am liebsten gar nicht mehr dafür beten. And what came to my mind was, just keep praying. Und was irgendwie in meinen Gedanken war, bete weiter. Keep meeting with her and praying. Triff dich weiter mit ihr und bete. Satan's trying to discourage you from praying.
Der Satan möchte dich nur entmutigen und vom Gebet abhalten. So I kept doing it. Und so habe ich weitergemacht. I didn't enjoy it, but I kept doing it. Es hat mir nicht so Spaß gemacht, aber ich habe es weitergemacht. For a couple of years we met and prayed. Wir haben uns einige Jahre lang getroffen. Now this woman was an angry, just unhappy person. Und diese Frau war einfach eine verärgerte, unglückliche Frau. She just looked miserable. Sie hat einfach miserabel ausgesehen. But she started changing. Aber sie hat sich verändert. Because she was spending time with Jesus every day. Weil sie jeden Tag Zeit mit Jesus verbrachte. And she started praising and worshiping God in her devotions. Und in ihrer Andachtszeit hat sie angefangen, Gott zu loben und zu preisen. And she changed from this angry, upset woman to a woman that was filled with joy. Und sie veränderte sich von dieser verärgerten, verbitterten Frau zu einer Frau voller Freude. She was just having a love experience with God. Sie ist mit Jesus gewissermaßen verliebt gewesen. Well, after a while, her husband takes notice that his wife is happy. Nach einiger Zeit bemerkt sogar ihr Ehemann, dass seine Frau fröhlich ist. So he decides to ask her, you know, what's going on in your life? Und so entscheidet er sich zu fragen, was passiert denn da in deinem Leben? Was geht da vor sich? See, they were never together. Sie waren nie zusammen. He'd come in late at night. Er kommt spät in der Nacht erst heim. Sie haben nie miteinander geredet. But he started to wonder, you know, who she's seeing. Und er hat sich jetzt Gedanken gemacht, trifft sie sich vielleicht mit irgendjemanden? Sieht so sie jemanden? She shares with him her newfound experience in Jesus. Und so teilt sie mit ihm ihr neues Erlebnis, ihre Erfahrung mit Jesus Christus. He comes back after a couple of days and he says to her. Und nach einigen Tagen kommt er wieder zu ihr zurück und sagt zu ihr. He says, could we start praying and studying the Bible together? Könnten wir nicht zusammen beten und gemeinsam in der Bibel lesen? She said, sure. Natürlich, hat sie gesagt. Now she continued to have her own private devotion. You don't ever want to stop that. Und sie hat natürlich mit ihrer eigenen privaten Andacht weitergemacht. Das hört bitte nie auf. But she started meeting together with him and reading the Bible and praying together. Zusätzlich hat sie sich aber jetzt mit ihm getroffen und hat in der Bibel gelesen und gebetet. Do you know, after several weeks of them meeting together? Und wisst ihr, nach einigen Wochen, nachdem sie sich getroffen hatten, he prays one day. Betet er eines Tages. Lord, give me a pure mind. Herr, bitte schenk mir doch reine Gedanken. It was the exact same words we had been praying for him for over 2 years. Es sind fast genau die gleichen Worte gewesen, für die wir für ihn seit über 2 Jahren gebetet haben. Have you ever seen that? Habt ihr das schon mal erlebt? Over and over I've seen that. The exact words you've prayed for somebody will come out of their mouth. Ich habe das immer und immer wieder erlebt, dass genau die Worte, die du im Gebet vor Gott bringst, die Dinge sind, die er bewirkt. This couple who'd been married 32 years that were never together. Dieses Ehepaar, das 32 Jahre lang zusammen war und eigentlich nie zusammen war. Became like this. Die sind so eng miteinander befreundet. They gewesen. Were now always holding hands. Jetzt haben sie immer die Hände gehalten, sich umarmt. They had a big car and she'd sit right next to him in the car. Sie haben ein großes, breites Auto gehabt und sie ist immer im Auto vorne neben ihm gesessen. His business, he traveled during the day for his business. Und er hat ein Geschäft gehabt und musste tagsüber viel umherreisen. And he invited her to go with him. Und dann hatte sie eingeladen, dass sie ihn begleitet. So she started going with him every day, traveling together. Und so hat sie angefangen, ihn zu begleiten. Sie waren gemeinsam unterwegs. And when I would see them, they were like two young lovers, just giggling and laughing. Und wenn ich sie gesehen habe, dann waren sie wie zwei frisch Verliebte. Sie haben gekichert und miteinander Spaß gehabt. It was hard for us to find time to pray together anymore. Und es war so schwierig für uns jetzt überhaupt noch Zeit zu finden, gemeinsam zu beten. They were always together. Weil sie ständig zusammen waren. But do you know what else happened? Aber wisst ihr, was auch passiert ist. Those children that we were praying for, that were grown and married, had their own families. Die Kinder, für die wir gebetet hatten, die schon erwachsen waren, die selber Kinder hatten. I never met them. Die hatte ich nie persönlich getroffen. But one by one, they started going to church and got baptized. Einer nach dem anderen hat aber angefangen, wieder in die Gemeinde zu gehen, und sie wurden schließlich alle getauft. There is so much power unleashed when we pray together. Es gibt so viel Macht und Kraft, wenn wir gemeinsam beten für andere, die Gott freisetzt. The paper that Jerry handed out the first time that he spoke here, he shared on there a quote where we're told we'll have more power when we pray together. Und in dem Papier, das der Jerry bei seinem ersten Vortrag ausgehändigt hat, könnt ihr lesen, dass Gott Kraft freisetzt, wenn wir gemeinsam füreinander, miteinander beten. If you lost your paper, there's more out there in the foyer. Wenn du das
dieses Papier nicht mehr findest, diesen Zettel, diesen Ausdruck, draußen gibt es noch weitere Exemplare. A lady, we started meeting together to pray for her, just for each other and our children. Da war diese Dame, wir fingen an, uns regelmäßig zu treffen und haben dann auch gemeinsam gebetet. We'd been praying together about a month. Wir waren ungefähr einen Monat lang zusammen und haben zusammen gebetet. And she says to me, I've been praying for my son for 15 years or so. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich bete jetzt schon seit 15 Jahren für meinen Sohn. She said, I never saw anything happen. Und ich habe nie irgendwo was wahrnehmen können, dass sich was verändert. She said, now within weeks of us praying together, I see changes happening. Und jetzt, wo wir gemeinsam dafür beten, merke ich, wie sich plötzlich Dinge bewegen. We need the private time. Wir brauchen diese private Zeit. But we need the time together to pray together. Aber wir brauchen auch das gemeinsame Gebet zusammen. God desperately needs us to pray for the things he puts on our hearts to pray for. Gott braucht uns wirklich, dass wir die gemeinsamen Gebetsanliegen unseres Herzens vor ihn bringen. I'm convinced God has limited himself to our prayers. Und ich glaube, dass Gott sich selber einschränkt im Hinblick auf unsere Gebete, die wir an ihn richten. This couple that I was sharing about. Und dieses Ehepaar, von dem ich euch eben erzählt habe. Later on, she was dying of cancer. Später im Leben ist diese Frau an Krebs gestorben. We anointed her to be healed. Our desire was right now. Und wir haben eine Krankensalbung gehabt und haben gebeten, dass sie geheilt wird. Das war unser Verlangen. She has been healed. Sie wurde auch geheilt. But evidence of that will be on the resurrection morning. Aber den Beweis dafür werden wir erst am Auferstehungsmorgen sehen. But before she died, aber bevor sie gestorben she ist, called me to her bedside. Hat sie mich gerufen, an ihr Bett gerufen. And she said, Janet, thank you for taking time out of your busy life to meet and pray with me. Und sie hat gesagt, Janet, danke, dass du dir aus deinem geschäftigen Leben Zeit herausgenommen hast, um mit mir zusammen zu beten. Till we saw my marriage healed. Dass wir gesehen haben, dass meine Ehe wieder geheilt wurde. And she said, "My life has been changed. I now have the assurance of salvation in Jesus." Und mein Leben ist verändert worden. Ich habe jetzt die Gewissheit, die Heilsgewissheit der Erlösung. She said, "Now I can die in peace. My children are saved. My husband and I am." Und jetzt kann ich im Frieden sterben. Meine Kinder sind gerettet. Mein Ehemann ist gerettet. We're told, why don't we get together in twos and threes and plead for the salvation of a soul? Und es wird uns gesagt, warum kommt ihr nicht zusammen, zwei oder drei, und ringt und bittet um die Seelen anderer Menschen? And then for another one. Und dann noch etwas. I was meeting with a group of women planning a women's meeting at camp meeting. Ich habe mich mit einer Gruppe von Frauen getroffen, wo wir ein Frauentreff, ein Camp Meeting geplant haben. My way to plan anything is to get a group together and let's pray. Und meine Art zu planen ist, dass wir eine Gruppe von Leuten zusammenbringen und dann einfach gemeinsam beten. Because I want to be sure we're doing what God wants. Denn ich möchte sicherstellen, dass wir das tun, was Gott sich wünscht. But this one woman on the committee. Aber diese eine Frau in diesem Arbeitskreis. She said, "Would you pray for my husband?" Hat gesagt, kannst du nicht für meinen Ehemann beten? She said, "I came into the church through him." Ich bin durch ihn in die Gemeinde gekommen. But he doesn't want to go to church. Aber jetzt will er mit der Gemeinde nichts mehr zu tun haben. And I want him to come to camp meeting. Und ich wünsche mir, dass er hier zum Camp Meeting kommt. And I want him to be the spiritual leader in the home. Und ich wünsche mir so, dass er der geistliche Führer bei uns zu Hause ist. But he won't do it. Aber er hat kein Interesse. So we started praying. Und so haben wir angefangen zu beten. And we prayed and prayed that God would get this man to go and come to camp meeting. Und wir haben gebetet und gebetet. Wir haben gesagt, lieber Gott, mach doch, dass dieser Mann zum Camp Meeting kommt. And make him the spiritual leader in the home. Lass ihn ein geistlicher Führer zu Hause sein. It came time for camp meeting. Und dann kam die Zeit für das Camp Meeting. And he wouldn't come. Und er wollte nicht kommen. And because he wouldn't come, she wouldn't come. Und weil er nicht kommen wollte, konnte sie nicht kommen. After camp meeting was over, nachdem das Camp Meeting vorbei war, as we were planning the next one, und das nächste Camp Meeting geplant haben, she again says, sagt "Would you sie pray wieder, for my husband? Kannst du nicht für meinen Mann beten? I don't want to go to camp meeting unless he does. Ich möchte nicht zum Camp Meeting gehen ohne ihn. And I want him to be the spiritual leader in the home. Und ich möchte so gern, dass er der geistliche Führer zu Hause I ist. I want him to come to church. Ich möchte, dass er wieder in die Gemeinde kommt. Well, this time we got smart. Und diesmal sind wir etwas schlauer gewesen. We started
quit asking God what we wanted him to do. Und wir haben aufgehört, Gott zu bitten, was wir uns gewünscht haben. And we started asking God, how do we pray for this man? Und wir haben Gott einfach gefragt, wie sollen wir denn für diesen Mann beten? And we would just have a time of silence as we waited for God to show us. Und dann waren wir einfach eine Zeit lang ruhig und haben gewartet, was Gott uns in den Sinn gibt. And God led us to pray. Und Gott hat uns im Gebet geführt. That it would be put in his mind. Dass wir in seinen that Sinn it was bringen. His idea. Seine, dass es seine, seine Idee ist, to go to camp meeting. Zum Camp Meeting zu gehen. Die Idee des Mannes. We prayed this for several months. Das haben wir mehrere Monate lang gebetet, dass das seine Idee wird, selbst zum Camp Meeting zu gehen. But I'll never forget the morning she calls me up. Aber ich werde nie den Morgen vergessen, an dem sie mich angerufen hat. She says, "Guess what happened last night?" Weißt du, was passiert ist gestern Abend? She said, "My husband comes into the kitchen." Mein Mann kommt in die Küche gelaufen. And he's rubbing his head like he doesn't know where this thought is coming from. Und er kratzt sich am Kopf, als ob er nicht weiß, woher dieser Gedanke kommt, den er hat. And he says, "I want to go to camp meeting." Ich möchte zum Camp Meeting gehen, sagt er. He says, "I've got this time off from work that I can take." Und ich habe diese freie Zeit bekommen, wo ich nicht arbeiten muss. And I can borrow so and so's caravan. Und ich kann den Caravan von dem und dem ausborgen. I want to go to camp meeting. Und ich möchte zum Camp Meeting gehen. I said, "Great, praise God." Und dann habe ich gesagt, wunderbar, Gott sei gelobt. I said, "You need to send in the application because we fill up." Und dann sage ich, du musst schnell die Anmeldeformulare für das Camp Meeting ausfüllen, denn das ist schnell ausgebucht. She said, "No, no, I'm not going to send it in." Nee, hat sie gesagt, nee, ich werde das nicht ausfüllen. I said, "What?" Was habe ich gesagt? We've been praying and praying. Wir now, haben monatelang schon gebetet. Now he wants to come and you won't send it in. Why? Und jetzt will er kommen und du willst die Anmeldeformulare fürs Camp Meeting nicht ausfüllen. Warum? She said, "When it comes down to it, he won't want to go." Ah, hat sie gesagt, wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann wird er nicht gehen. I said, "God has answered your prayer. Send it in." Und dann habe ich gesagt, aber wir haben dafür gebetet und jetzt will er das machen. Schick's ein. She wouldn't do it. Aber sie wollte es nicht machen. I was so frustrated with her. Das hat mich so frustriert. 3 weeks went by. 3 Wochen sind vergangen. She took the registration for camp meeting, the application, put it on the front of the refrigerator with magnets. Und sie hat diese Anmeldeformulare genommen für das Camp Meeting, hat es mit Magneten an dem Kühlschrank fixiert. Do you do that in Austria? Macht ihr das in Österreich auch, dass er am Kühlschrank was befestigt? Americans have everything on the refrigerator doors. Die Amerikaner haben alles Mögliche am Kühlschrank. But all she had on there was this application. She didn't have anything else. Alles, was sie im Kühlschrank hängen hat, war das Anmeldeformular fürs Camp Meeting. Well, after a few weeks, her husband sees it and he says. Nach einigen Wochen sieht der Ehemann das und er sagt. Isn't that the application for camp meeting? Ist das nicht das Anmeldeformular fürs Camp Meeting? She said, "Yeah." Ja, sagt sie. He says, "Well, why don't you send it in? I hear they fill up." Warum hast du das noch nicht ausgefüllt? Die sind doch bald ausgebucht, sagt er. She said, "Well, I was sure that when it came down to it, you wouldn't want to go." Und dann sagt sie, na, ich war mir nicht so sicher, wenn es wirklich drauf ankommt, dass du dann vielleicht kneifst und auch nicht gehst. He says, "Of course I want to go. I told you I wanted to go." Natürlich, sagte er, ich habe dir doch gesagt, dass ich gehen will. "I'm going to borrow so-and-so's trailer. I've got this time off from work. I want to go to camp meeting." Ich kann den Trailer aussehen. Den Caravan ausleihen, ich habe die Zeit von der Arbeit frei, ich möchte dorthin gehen, unbedingt. You know, she was a praying woman. Wisst ihr, sie war eine Frau, die gebetet hat. And I think God was leading her to wait till he thought it was really his idea he wanted to go to camp meeting. Und ich glaube, Gott hat sie so geführt, dahin geführt, dass sie gewartet hat, bis es ganz wirklich seine eigene Überzeugung war, das machen zu wollen. So he came to camp meeting. So ist er tatsächlich zum Camp Meeting and it gekommen. Was a, you know, a 10-day camp meeting. Es war 10 Tage lang das Camp Meeting. After the first weekend, Monday morning, I'm coming out of the early morning meeting. Nach dem ersten Wochenende, am Montagmorgen, komme ich aus der ersten Versammlung raus. She's waiting for me right outside the doors as I come out. Und draußen wartet sie schon auf mich. She's standing there like this, tapping her foot on the floor. Und sie steht so da und klopft mit dem Fuß auf den Boden. And she goes, "Fine, he's here at camp meeting." Schließlich ist er hier am Camp Meeting, sagt sie. But he sits in the trailer all day. What und good is it going to do? Er sitzt die ganze Zeit im Wohnwagen. Was nützt ihm das Camp Meeting dann? And I said, I don't know. But I'll get some people together and we'll pray for God to get him into the meetings. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich werde ein paar Leute zusammenrufen und dann beten wir gemeinsam für ihn, dass er zu den Vorträgen kommt. So I grabbed some people that would pray
and we went in a room and we started praying. So habe ich einige Leute zusammengerufen, habe gesagt, wir müssen beten. Wir sind in einen Raum gegangen und haben angefangen zu beten. We prayed that God would get him into all the meetings. Und wir haben gebetet, dass Gott ihn dazu führt, in alle Vorträge zu gehen. We thought he needed it. Wir waren der Meinung, das braucht er. He never went to all of them. Er ist nie zu allen Vorträgen gekommen. He started going to just one meeting that met in the mornings, and it was a meeting on prayer. Und er ist eigentlich nur zu einem einzigen Vortrag gegangen, der am Morgen stattfand, und dieser Vortrag ging über das Gebet. Now this was the kind of man that when the preacher goes, now let's divide up in threes and fours and pray together. Das war dieser Typ von Mann, der so reagiert hat, wenn der Prediger den Aufruf gesagt hat und gesagt hat, und jetzt werden wir uns in kleinen Gruppen zu zweit und zu dritt zusammenstellen. He would just sit there quietly and not pray. Dann würde er einfach sitzen bleiben, still, stumm und kein Wort beten. But during that week, towards the end of the week, the speaker, when he got done speaking, aber am Ende dieser Woche, als der Redner dann wieder dran war, says, I want you to divide up in twos and threes and pray together. Und wieder die Einladung ausgesprochen hat, ich lade euch ein, dass ihr euch zu zweit und zu dritt zusammenstellt zum Gebet. Then he goes down the side aisle, geht der Prediger runter den Gang entlang, picks them out of the middle, und geht schnurstracks auf ihm in der Mitte zu. This guy and his wife and says, I want to pray with the two of you. Und sagt zu ihm und seiner Frau, ich möchte gern mit euch beiden beten. So the husband was forced into praying with his pastor and his wife. So war der Ehemann genötigt, mit diesem Prediger und seiner Frau zusammen zu beten. I don't know if it was that, I don't know what it was, but he went home a changed man. Ich weiß nicht, ob es das war oder was es war, aber ich kann euch nur sagen, er ist als ein veränderter Mann nach Hause gefahren. He went home trying to spend time with God again, reading his Bible. Er ist nach Hause gefahren und wollte jetzt Zeit mit Gott verbringen, in der Bibel lesen. And he started going to church. Er hat wieder angefangen, in die Gemeinde zu gehen. In fact, any time those church doors were open, he was there. Und jedes Mal, wenn die Gemeinde geöffnet hatte, war er anwesend. He was asking the pastor, how can I help? Er hat den Prediger gefragt, wie kann ich behilflich sein? And anything they'd tell him, he would do. Und alles, was ihm gesagt wurde, das hat er auch gemacht. But you know what else? Aber wisst ihr noch? Was? He started leading out in family worships. Was noch erstaunlicher ist, er hat angefangen, Familienandachten zu halten. Couple of weeks went by. Einige Wochen sind ins Land gezogen. One morning his wife calls me. Und eines Morgens ruft seine Frau mich an. And she's crying. Und sie weint. I said, what's the matter? Und ich sag, was ist los? She said, he's leading out in family worships. Er hat die Familienandachten. I said, praise God, we prayed for a long time for that. Oh, habe ich gesagt, Gott sei gepriesen, da haben wir schon lange für gebetet, oder? She said, it's awful. Das ist schrecklich, hat sie gesagt. Das ist schrecklich, wie er es macht. He's so strict and authoritarian, the kids hate it. Er ist so streng, so autoritär, die Kinder, die hassen das. Well, she was a wise woman. Sie war eine sehr weise Frau. She did not tell her husband what he was doing wrong. Sie hat ihrem Mann nicht gesagt, was er alles verkehrt macht. That is so important for anyone who's growing spiritually around us. Das ist so wichtig für jeden, der geistlich irgendwie wachsen möchte. We don't need to be the Holy Spirit and tell them what they need to do differently. Wir brauchen nicht die Arbeit des Heiligen Geistes zu vollbringen und anderen zu sagen, was sie verkehrt machen. If God gives you eyes to see there's a spiritual problem, wenn Gott dir die Augen gibt, zu erkennen, dass da ein geistliches Problem herrscht, it means he wants you to pray for it. Dann möchte Gott, dass du dafür betest. Not tell them what they're doing wrong. Und nicht dem anderen sagen, was er alles verkehrt macht. So we started praying and praying for it. Und so haben wir angefangen, für ihn zu beten und für ihn zu beten. Gradually it mellowed out. Und langsam ist es etwas milder geworden. He learned how to make it better. Und er hat gelernt, wie er die Andachten besser gestalten kann. And the kids started enjoying it again. Und langsam fingen die Kinder an, auch Freude dran zu haben. But this husband started growing in the Lord. Und dieser Ehemann, der wuchs im Herrn. One night after family worship, and they'd put the kids to bed. Und eines Tages, nachdem sie die Familienandacht gehabt haben, sie hatten die Kinder schon zu Bett gebracht. He calls his wife out to the living room and said, "Could you come help me do something?" Rief er seine Frau ins Wohnzimmer und hat gesagt, kannst du mir nicht behilflich sein bei etwas? She said, okay, so she's in the living room and he says, just wait here. Und sie sind beide im Wohnzimmer und sie sagt, okay, wart hier auf mich, sagt er. He goes back to some other room. Er geht in ein anderes Zimmer nach hinten. Pretty soon he comes out with this huge stack of magazines. Und kommt plötzlich mit diesem riesen Stapel an Magazinen raus. Pornography magazines. Pornografische Magazine und Zeitschriften. And he's shaking. Und er zittert dabei. And he says, would you help me burn these in the fireplace? Und er sagt, würdest du mir behilflich sein, diese pornografischen Magazine im Feuer zu verbrennen? She said, I'd love to.
Liebend gern, hat die Frau gesagt. So they set them on fire. So haben sie den Kamin angemacht und sie angezündet. She said, they're burning now, let's go to bed. Und dann hat sie gesagt, sie verbrennen jetzt, lass uns zu Bett gehen. He said, no. Nein, hat er gesagt. I will not go to bed till every one of those is in ashes. Nein, ich gehe nicht schlafen, bevor nicht jedes einzelne bis zur Asche verbrannt ist. They have so controlled my life. Sie haben mein ganzes Leben so kontrolliert. We didn't, the prayer group, we did not know he was struggling with this. Und unsere Gebetsgruppe, wir haben nicht gewusst, dass er damit ein Problem hat und damit gekämpft hat. His wife knew. Seine Frau wusste davon. But we knew he had a spiritual problem. Aber wir wussten, da gibt's ein geistliches Problem. This man went on to become an elder in his church. Und dieser Mann wurde schließlich ein Gemeindeältester in seiner Gemeinde. He started preaching sermons better than a lot of pastors. Und hat angefangen, Predigten zu halten, bessere Predigten zu halten als viele Prediger. He started giving Bible studies and winning people to Jesus. Hat angefangen, Bibelstunden zu halten, Leute für Jesus zu gewinnen. Would that have happened if we hadn't taken the time to meet and to pray for him? Wäre das geschehen, wenn wir uns nicht die Zeit genommen hätten, uns zum Gebet zu versammeln, um für ihn zu beten? There was a man that we knew in California. Da gab es einen Mann, den wir kannten, er lebte in Kalifornien. He was a dentist. Es war ein Zahnarzt. He had a family, he had several children. Hatte eine Familie, mehrere Kinder. He got involved with another woman. Und fing ein Verhältnis mit einer anderen Frau an. And he left his wife. Und verließ seine Frau. But she started praying. Aber sie fing an zu beten. And her children were praying. Und die Kinder beteten. And her mom and dad were praying. Und ihre Mutter und ihr Vater fingen an zu beten. Her dad was in a prayer group that I was involved with. Und ihr Vater war in einer Gebetsgruppe, in der ich auch war. And every time we'd meet, he'd say, "Would you pray for my son-in-law to come back?" Und jedes Mal, wo wir uns trafen, hat gesagt, können wir nicht für meinen Schwiegersohn beten, dass wieder zurückkommt? Her son-in-law was living with this other woman. Und dieser Schwiegersohn, lebte mit dieser anderen Frau zusammen. This father-in-law would not give up. Und dieser Schwiegervater hat einfach nicht aufgegeben. The children of this man would not give up. Und die Kinder haben nicht aufgegeben. And they kept praying and praying. Und sie beteten und fuhren fort zu beten. 7 years later. 7 Jahre später. The man came home. Ist der Mann zurück nach Hause gekommen. He and his wife were remarried. Und und seine Frau haben erneut geheiratet. You know, we don't always see that happen. Wir sehen das nicht immer, dass so etwas passiert. But how many more might we see happen if we would meet and pray? Aber wie viel mehr könnten wir sehen, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam beten? I had a lady. I was sharing one of these stories at a camp meeting and I saw her walk out. She was crying. Und ich kannte diese Frau, ich habe sie einmal getroffen bei einem Camp Meeting, als ich über bestimmte Sachen erzählte, merkte ich, wie sie rausging und weinte. She lived in the same area I did, so when I got home I called her up. Und sie lebte in der gleichen Gegend wie ich und deshalb rief ich sie an, als ich nach Hause kam. And I asked her, you know, what's wrong? Und so habe ich sie gefragt, stimmt was nicht? She said, "Why won't God do that for my husband? I've been praying for him for 20 years." Wieso würde Gott sowas für meinen Ehemann tun? Seit 20 Jahren bete ich schon für ihn. I said, "I know that you pray for him." Ich habe gesagt, ich weiß, dass du für ihn betest. But I said, "Have you ever gotten together with a group of people and prayed every week consistently until you saw God work?" Aber bist du schon mal mit einer Gruppe von anderen Leuten zusammengekommen und ihr habt euch Woche für Woche regelmäßig getroffen und habt dafür gezielt gemeinsam gebetet? She said, no. Nein, sagte sie. So I said, would you be willing to? Wärst du bereit, sowas zu probieren? She said, yes. So we started meeting and I got some other women to join us. Ja, und so haben wir angefangen, uns zu treffen. Ich habe andere Frauen gerufen, die mitmachen wollten. We started meeting once a week, praying for her husband to be converted. Und so haben wir uns als Gruppe einmal die Woche getroffen und haben für ihren Ehemann gebetet, dass sich bekehrt. And do you know what happened? Und wisst ihr, was passiert ist? He got worse. Es ist schlimmer geworden. He would get drunker than drunk. Er ist noch betrunkener geworden, als vorher schon betrunken war. And just running around. Und rumgerannt ist er in der Gegend. Fighting with his wife. Hat sich mit seiner Frau gestritten.
Do you know what it says in Isaiah 55, verse 8 and 9? Und wisst ihr, was es im Jesaja Kapitel 55, die Verse 8 und 9 heißt? It says, my thoughts are not your thoughts. Meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Nor are your ways my ways, says the Lord. Noch sind meine Wege deine Wege, sagt der Herr. For as the heavens are higher than the earth, denn so viel höher der Himmel über der Erde ist, so are my ways higher than your ways. Sind meine Wege größer als deine Wege. And my thoughts than your thoughts. Und meine Gedanken größer als deine Gedanken. You know, we don't see the answers to prayer always the way we want to or in right away either. Wir sehen die Antworten auf unsere Gebete nicht immer so, wie wir uns das wünschen oder auch nicht sofort. But I just see it over and over that God has to work in ways we don't understand. Aber ich sehe das immer und immer wieder, dass Gott auf seine eigene Art wirkt, wie wir das nie erwarten würden. And we need so much to not get discouraged in praying, but to step out in faith and to continue praying and thanking God that he's working. Und was wir lernen müssen, ist nicht, dass wir entmutigt werden in unserem Gebet, sondern dass wir im Glauben, Glaubensschritte im Gebet unternehmen und Gott im Gebet vertrauen. Trusting God that in his timing, when it's best, he will work. Vertrauen, Gott vertrauen, dass in seiner Zeit er weiß, was wann richtig ist. This man was just Mr. Macho. Dieser Mann war einfach Mr. Macho. He ran around in army fatigues. Und der hat rumgelaufen wie ein Angeber. He'd drive up in his pickup truck and he'd have the rock music just playing as loud as he could. Er ist mit seinem Pickup Truck da rumgelaufen, hat die Rockmusik so laut angemacht, wie es nur irgendwie ging. And he would use all this bad language around us. Und er hat auch diese schlechte Sprache und Ausdrücke verwendet. Just to show how tough and cool he was. Einfach um nur zu zeigen und zu beweisen, wie hart er im Nehmen ist. Well, we kept praying and praying for this man. Und wir fuhren einfach fort, für ihn zu beten und für ihn zu beten. We kept praying promises, praying scripture into his life. Und wir haben Verheißungen Gottes aus der Bibel in Anspruch genommen, you know, und mit den Worten der Schrift gebetet. You can take Ephesians, you can take Colossians, you can take Daniel, you can take these books and pray them into people's life. Ihr könnt den Epheserbrief nehmen, den Kolosserbrief, den Danielbrief, und ihr könnt diesen Brief in das Leben dieser Menschen hineinbeten. I did that with my son that was in law school. Ich habe das mit meinem Sohn gemacht, der Jura studiert hat. He was working at Weimar College and he had this conviction that he needed to take law. Und er hat im Weimar College gearbeitet und hat die Überzeugung, dass er jetzt was Neues anfangen sollte. He resisted the urge for a long time. Und diesem Drang hat er lange widerstanden. Because lawyers in America have a bad name. Denn Rechtsanwälte haben in Amerika keinen guten Ruf. But he finally realized it was God calling him to do this. Aber schließlich hat er realisiert, Gott hat ihn in diesen Beruf gerufen. But now he has a family. Aber jetzt hat er Familie. So he has to go to school at night part-time. Jetzt muss er nachts in den Abendstunden die Schule besuchen, teilweise. Work all day. Den ganzen Tag über arbeiten. And try to squeeze in studying in between all that. Und dazwischen irgendwie das Studium unterbringen. He wasn't making very good grades, very low grades. Und er hat keine sehr guten Noten gehabt. His wife and I started praying on the phone for him. Und so haben wir angefangen, seine Frau und ich, über das Telefon füreinander zu beten. And we would pray Daniel 1 into his life. Und wir haben Daniel 1 für sein Leben gebetet. You know how it says that Daniel was given favor with the eunuch? Wisst ihr, wie es dort heißt, dass der Daniel Wohlgefallen fand bei den Obersten in Babylon? We didn't want him to become a eunuch, but we wanted him to have favor with his professors. Wir wollten nicht, dass er ein Führer wird, aber dass er Wohlgefallen mit seinen Professoren hatte. And later on in Daniel it says God gave Daniel all knowledge and all wisdom. Und dann später heißt es im Danielbuch, dass Gott dem Daniel alle Weisheit und alle Erkenntnis geschenkt hat. So we started praying that. Und so haben wir das für ihn erbeten. We started praying the story of Joseph into his life. Und dann haben wir angefangen, die Geschichte Josefs auf sein Leben anzuwenden und dafür zu beten. Do you know he went from low grades to the top in his class? He was the third highest in his class. Und wisst ihr, von den niedrigsten, den schlechtesten Noten, die er anfangs hatte, wurde er der drittbeste von den Noten in seiner Klasse. He graduated with honors. Und er hat mit Auszeichnung abgeschlossen. And on top of that, his professors. Und obendrauf waren seine Professoren. Several of them started really giving him favor. Waren mehrere so angetan seiner Professoren, dass sie sehr wohlgesonnen waren. Special awards. Haben ihm besondere Auszeichnungen gegeben. They really gegeben. Liked him.
und haben ihn sehr gemocht. We saw it make such a difference. Und wir haben gesehen, dass das Gebet so einen großen Unterschied macht. But this man, Chris, we were praying and praying and praying for this guy, and he just kept getting worse. Aber dieser Mann, Chris, wir haben einfach für ihn gebetet und es wurde schlimmer und schlimmer mit ihm. Couple of years went by. Einige Jahre sind verstrichen. He decides to take off one day. He had a Harley Davidson motorcycle. Und eines Tages entscheidet er sich, er will wegfahren auf einem großen Harley Davidson Motorrad. And he takes off into Northern California. Er fährt nach Nordkalifornien. His wife didn't know where he was. Seine Frau hatte keine Ahnung, wo er sich befand. But he ends up going to an Adventist church on Sabbath. Aber am Sabbat findet er sich in einer adventistischen Gemeinde wieder. He shows up at this church in his dirty leathers. Und da kommt er jetzt am Sabbatmorgen mit seiner dreckigen Ledermontur in die Gemeinde. With hair growing, you know. Mit großem Bart, der wild gewuchert ist. But fortunately, it was a loving church. Glücklicherweise war diese Adventgemeinde eine liebevolle Adventgemeinde. And they reached out and welcomed him in. Die haben ihn begrüßt, ihn willkommen geheißen. And they were having communion that day, and they invited him to take part in it. Und sie hatten das Abendmahl an diesem Tag, und sie haben ihn eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. I don't know if it was that. I don't know what it was, but he came home a changed man. Ich weiß nicht, ob es das war oder was es war. Er ist als veränderter Mann jedenfalls nach Hause zurückgekehrt. Such a changed man. So ein veränderter Mann. This Mr. Arrogant and all these bad words. Dieser Mr. Arrogant, der alle die schlechten Begriffe und die Flüche auf dem Lippen hatte. He became humble and sweet and kind. Er wurde demütig und mild und freundlich. And only nice words came out of his mouth. Nur noch nette Worte kamen über seine Lippen. He got baptized. Er wurde sogar getauft. But you know there were church members. Aber wisst ihr, es gab da Gemeindeglieder. I was talking to one of them one day. Und ich habe mich mit einem von ihnen eines Tages unterhalten. We're talking about Chris. Und wir haben über Chris gesprochen. And this man has his arms crossed. Und dieser Mann, der verschränkte so seine Arme. And he said, und sagte, Chris has lived a pretty bad life. Der Chris hat ein ziemlich schlechtes Leben gelebt. We'll see how long he lasts. Mal schauen, wie lange das mit ihm gut geht. God have mercy on us for judging people like that. Gott möge uns gnädig sein, dass wir so über andere Leute richten. We need to reach out and love them and befriend them and pray for them. Wir müssen auf sie zugehen, sie lieben, uns mit ihnen befreunden, für sie da sein. It's not easy coming out of a worldly lifestyle. Das ist gar nicht so leicht, von einem weltlichen Lebensstil in die Gemeinde zu kommen. Fortunately, there was a man in that church that took it on. Glücklicherweise gab es einen Mann in der Gemeinde, der das ernst genommen hat. To call this Chris every morning on the phone. Und er rief diesen Chris jeden Morgen am Telefon an. They agreed to call it like 6 or 6:30 in the morning before they went to work. Bevor er in die Arbeit ging, 6 Uhr, 6:30 Uhr morgens. And he'd say, how'd your day go yesterday, Chris? How can I pray for you? Und er hat gesagt, wie ist es dir gestern gegangen, Chris? Gibt's irgendwas, wofür ich für dich beten kann? And then they would pray together. Und dann haben sie zusammen gebetet. Every morning for several years they did this. Jeden Morgen mehrere Jahre lang. I know it is what kept Chris in the church. Und ich glaube, das ist das, was den Chris in der Gemeinde gehalten hat. And Chris started calling up Jerry and I. Und dann rief er den Jerry und mich an. And he'd say, how can I pray for you and Jerry? Und er hat gesagt, Jerry, wie kann ich für dich und für dich beten? And everywhere we'd go, Chris would be praying for us when we're speaking. Und wenn wir jetzt durch die Lande reisen, wo immer wir sind, sagt er, wie kann ich für dich beten? Chris just called me before I came here. Chris hat mich angerufen, kurz bevor ich hierher gekommen bin. He says, how can I pray for you? Und er hat gesagt, wie kann ich für dich beten? I don't know if you know this, but there are hundreds of people that are praying for you right now. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber es gibt hunderte von Leuten, die gerade jetzt für euch hier im Bogenhofen für diese Gebetswoche beten. My sons, my daughter-in-laws keep texting me. Meine Söhne, meine Schwiegertöchter schicken mir ständig SMS-Botschaften. And other people do. They say, how's it going? We're praying. Und sie sagen, wie geht's dir? Wir beten für dich. My grandkids are praying. Meine Enkelkinder beten. If you don't know, God's not real. Wenn du nicht sicher bist, ob es Gott wirklich gibt, I believe he's going to show you before this week is over. Dann bin ich mir sicher, wird er sich dir erkenntlich zeigen, noch bevor die Woche vorbei ist. He loves you so much. Er liebt dich so sehr. He's an incredible God. Das ist ein unglaublicher Gott. Some people say, well, do we really need to pray that much? Manche Leute sagen vielleicht, müssen wir wirklich so oft so viel beten? I would encourage you to read the Bible. Ich ermutige dich, lies die Bibel. I find it all through scripture how important it is we need to pray. Überall in der Bibel finde ich Hinweise, wie wichtig es ist, dass wir füreinander miteinander beten.
In so many verses, in Romans 15:30, strive together with me in your prayers. In Römer 15, Vers 30 zum Beispiel, nur einen Text, da sagt der Paulus, kämpft mit mir im Gebet für die anderen. In Philippians, my deliverance was through your prayers. Oder im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 19, meine Befreiung kam durch eure Gebete. In 2 Thessalonians, in 2. Thessalonicher, pray for us that the word of the Lord may spread rapidly. Betet für uns, dass das Wort des Herrn sich schnell verbreitet. On and on it talks about this. Und so weiter, überall spricht es vom Gebet. How can we not get together and pray? How can we not know it makes a difference? Wie kann es sein, dass wir nicht zum Gebet zusammenkommen und nicht gemeinsam beten wollen? And yet everywhere I go, people a lot don't pray. Und trotzdem muss ich feststellen, egal wo ich auch hinreise, die Leute beten nicht zusammen. They say, oh, well, we pray at home. Ah, zu Hause beten wir, sagen sie. They're missing out. There's a power unleashed when we pray together that we will not experience. Aber sie vermissen dabei etwas, denn im gemeinsamen Gebet wird eine Kraft freigesetzt, die sonst nicht da ist. If we don't pray together. Wenn wir nicht zusammen beten. I got really concerned about this. Das hat mich wirklich beschäftigt. God had led me in our conference in California to start having a prayer group at the office. Und in einer Vereinigung in Kalifornien hat Gott mich dazu geführt, dass wir so eine Gebetsgruppe in unserem Büro eingerichtet haben. I want to tell you. Und ich möchte euch sagen, if God lays it on your heart to start a prayer group. Wenn Gott dich dazu bewegt, in deinem Herzen so einen Gebetskreis zu gründen. Nobody joins you. Und keiner macht damit. Or maybe just one other person. Oder vielleicht nur eine andere Person. Don't quit. Dann hör nicht auf. Don't get discouraged. Sei nicht entmutigt. Just be obedient to what God has called you to do. Sei einfach dem gehorsam, was Gott dich aufruft zu tun. It's up to God to bring the other people. Denn es ist Gottes Angelegenheit, mehr Leute dazu zu bringen. In Matthew 18 we're told if two or three come together in Jesus' name. In Matthäus 18 wird gesagt, wenn zwei oder drei sich in meinem Namen zusammenfinden, God is there and God will answer. Dann bin ich mitten unter ihnen und dann wird er antworten. But for a while, not many people were coming to my prayer group. So habe ich diese Gebetsgruppe angefangen. Eine ganze Zeit lang ist praktisch kaum jemand gekommen. And I told God, this is an embarrassment to your name. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, das ist eigentlich eine Schande für deinen Namen. You gotta bring the people out. Du musst die Leute herführen. About a year later, he started bringing them out. Und etwa ein Jahr später fing an, die Leute herzubringen. So many that we had to move to a larger room. So viele Leute, dass wir einen größeren Raum nehmen müssen. And a lot of big guys. It wasn't just women. Und auch viele große Männer, nicht nur die Frauen sind gekommen. And I would get from Jerry a prayer list of things he wanted us to pray for the conference. Und dann habe ich Jerry gebeten, dass er mir eine Gebetsliste gibt mit Anliegen, für die wir für diese Vereinigung gezielt beten sollten. You know, for the last 20 years. I've spent a lot of time praying for others and for the church work. Wisst ihr, die letzten 20 Jahre habe ich viel Zeit damit verbracht, für andere Leute zu beten und auch für die Sache Gottes zu beten. I have been so blessed by doing this. Und das war ein so großer Segen für mich selbst. You know, God limits it to have us witness to reach this world. He could reach the world, but he wants to work through us. Seht, Gott beschränkt sich dahingehend, dass er möchte, dass wir für ihn in der Welt die Zeugen sind. Er könnte andere Dinge wählen, um Zeugnis abzugeben. The reason is because we're so blessed by witnessing and loving this world to Jesus. Und der Grund dafür ist, dass wir selbst so gesegnet werden, wenn wir Zeugnis ablegen. It's the same way with prayer. Und genauso ist es mit dem Gebet auch. I am convinced God limits himself to our prayers because we are so blessed if we pray. Ich glaube, dass Gott auf unsere Gebete wartet und wir selbst durch die Gebete so gesegnet werden. Job 42:10 says. In Hiob Kapitel 42 Vers 10 heißt es. Job's captivity was turned around when he prayed for his friends. Dass seine Gefangenschaft herumgewendet wurde, als er anfing für seine Feinde zu beten. And I have found so much in my life, my captivity, my sins rolling away. God has turned around my captivity as I pray for others. Und ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, dass so viele Dinge, die mich gebunden haben, wo ich gefangen war, weggenommen wurden, als ich anfing zu beten. So much we'll get into little prayer groups and all we pray for is for us to get good grades or for so and so to get healed. It's all about us.
Und häufig ist, wenn wir Gebetsgemeinschaften haben, dreht sich alles um uns und unsere Anliegen, dass wir geheilt werden, dass wir bessere Noten bekommen, und alles dreht sich um uns. You want it to get exciting. Start praying for that community out there. Wenn du wirklich etwas Spannendes erleben willst, dann fang an, für die Leute da draußen zu beten. For God to reach them. Dass Gott sie erreicht. For God to show you how you can get out there and love them. Dass er dir zeigt, wie du zu ihnen gehen kannst, um deine Liebe zu bezeugen. I was meeting in a church. We were going to have 24 hours of prayer ahead of evangelistic meetings. Und wir hatten in einer Gemeinde ein Treffen und wir hatten ausgemacht, vor der Evangelisation wollten wir 24 Stunden am Stück eine Gebetsgemeinschaft haben. Sabbath afternoon, one of the time slots for prayer, we decided to go out prayer walking in the neighborhood. Und am Sabbatnachmittag haben wir gesagt, das ist ein Zeitfenster, wo wir einen Gebetsspaziergang in der Nachbarschaft machen wollen. Because we knew that brochures had been mailed out advertising for the meetings. Denn wir wussten, Einladungsbroschüren waren verteilt worden für diese Evangelisationsvorträge. Have you ever gone prayer walking? Habt ihr schon mal so einen Gebetsspaziergang gemacht? It really is good. Das ist wirklich was Feines. It opens your eyes to how to pray for people. Es öffnet deine Augen, wie du für andere Leute beten kannst. How to pray for the cities, how to pray for lost people. Wie du für die Städte beten kannst, für die Leute, die verloren sind. You're just meeting in the church praying all the time, you kind of lose how to pray. Manchmal, wenn man in der Gemeinde sich immer nur trifft und gemeinsam betet, verliert man die Perspektive. So we're walking along, there's three on this side, three on that side. So sind wir zu dritt gelaufen, drei auf der Seite, drei auf der Seite. I'm with these two young adults and we're just walking along praying for the people in the houses and that they'll come to the meetings. Und ich bin mit diesen zwei Jugendlichen unterwegs und wir laufen an den Häusern vorbei und grüßen die Leute. This was comfortable, safe. Und das war ganz bequem, da habe ich mich sicher gefühlt. You might sometimes meet somebody on the sidewalk and they'll say, what are you doing? And you know, you can share with them and offer to pray for them. Und manchmal kommt es so, man geht auf den Bürgersteig und dann begegnet einem jemand und der fragt, was machst du denn da? Und dann kann man kurz was sagen. But these young adults I was with, it wasn't good enough. Aber für diese jungen Leute, mit denen ich da unterwegs war, das hat ihnen nicht ausgereicht. They said, this is okay. Die haben gesagt, das ist okay, was wir jetzt machen. But we want to meet the people. Let's knock on the doors and offer to pray with them. Aber wir wollen die Leute treffen. Wir klopfen jetzt an ihre Türen und wollen mit ihnen richtig reden. And I'm thinking, I don't want to do that. Und ich habe mir gedacht, das möchte ich jetzt doch nicht so gerne. Because people might get angry. They might slam the door in my face. Vielleicht sind die Leute ärgerlich. Vielleicht schlagen sie die Tür vor meiner Nase zu. But I'm the older, mature adult, so I can't tell them I feel this way. Aber ich bin natürlich die ältere, die reifere, erfahrene Person. Ich kann den Jungen das doch nicht einfach sagen. So I said to them, well, you know, are you going to meet in the church consistently and pray for their requests? Und dann habe ich gesagt, wollen wir uns nicht in der Gemeinde treffen und beständig für diese Leute beten? They said, yeah, yeah, we'll do that. Ja, haben sie gesagt, das machen wir. I said, well, I have paper and a pen with me. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier ein Stück Papier und einen Stift dabei. So, you go to the door and knock and ask for the prayer request. I'll stay back here and write it down. Und dann habe ich gesagt, ihr geht halt jetzt einfach an die Tür, klopft, sprecht mit den Leuten und ich bleibe etwas im Hintergrund und ich schreibe dann auf, wie die Leute heißen und was für Gebetsanliegen sie haben. Because that was safe and comfortable. Denn das, da habe ich mich sicher gefühlt und komfortabel. So we're walking down the street. So sind wir die Straße entlang gelaufen. We come to this house, it's got bars on the windows and the doors. Und das kommen wir zu diesem Haus und da sehen wir, sind so, es ist Holz über die Fenster und die Tür genagelt. I don't know if they do that in Austria or Germany. Ich weiß nicht, ob er das in Österreich, in Deutschland auch so kennt. Some neighborhoods in America, they have it all locked up. Und manche Nachbarschaften in den Vereinigten Staaten, da ist alles verschlossen und vernagelt. So they go and they knock on the door. So gehen sie zu der Tür, klopfen da dran. A young woman comes and she doesn't open the screen door. She keeps it locked and she says, what do you want? Und eine junge Frau kommt an die Tür, sie öffnet die Tür nicht, sondern hinter der Tür sagt sie, was wollen Sie? They said, we're from such and such church. Could we pray for you? Und sie haben gesagt, wir kommen von der und der Gemeinde, könnten wir nicht mit ihnen beten? You have a prayer request. Haben sie ihren Gebetswunsch, ein Anliegen? And she says, I can't believe you're here. Und sie hat gesagt, ich kann es nicht fassen, dass ihr da seid. She said, my husband and I, we've both been out of work for over 6 months. Well, her husband for a year. Mein Mann ist schon seit über einem Jahr arbeitslos, ich seit 6 Monaten.
She said, we lost our home. Wir haben unser Zuhause verloren. She said, we're here living with my in-laws. Und jetzt leben wir hier mit meinen Schwiegereltern. She said, and I just told my husband this week, we need to get back to church, to God. Ich habe gerade meinem Mann diese Woche noch gesagt, wir müssen endlich wieder in eine Gemeinde zurückgehen. Wir müssen wieder mit Gott anfangen. So they prayed with her. So haben sie mit ihr gebetet. And then she unlocked the door, she came out and shook everybody's hand. Und dann hat sie die Tür aufgemacht, hat jedem die Hand geschüttelt und sich bedankt. And she said to us, "What church are you from?" Und dann hat sie gesagt, von welcher Kirche kommt ihr? We had no literature to give her. Und wir hatten nichts dabei, was wir ihr geben konnten. Well, we left her house and we're walking down the street. Wir sind dann von ihrem Haus weitergegangen, sind die Straße weiter entlang gelaufen. I'm braver now, because that was a good experience. Ich bin jetzt etwas mutiger geworden. Das war eine positive Erfahrung. So I'm leading the way. So ich gehe mutig voran. And the next house we came to. Und das nächste Haus, zu dem wir gekommen sind. No bars. Nichts vernagelt. Just an open door, just a screen door, and the lights on. Eine offene Tür, eine Schwingtür, und die Lichter waren alle an. So I go up on the porch. Und ich gehe auf die Veranda. Knock on the door. Klopfe an der Tür. And all of a sudden I hear. Und plötzlich höre ich. Just this boom, boom, boom. I can't boom, do it. Boom, boom, die schweren Schritte. But this large, huge woman comes and says, "What do you want?" Und diese riesengroße, kräftige Frau kommt. Was wollen Sie hier? I jumped off the porch and went behind the bushes. Ich bin hinter die Veranda gesprungen und habe mich hinter dem Busch versteckt. And these young adults I was with, the guy Josh, he's short. Und diese jungen Leute, der eine, der Josh, war etwas kleiner. He's looking up at this huge woman. Er schaut diese mächtige Frau an. He says, "We're from such and such a church. We just wondered if you had something we could pray for." Sagte, wir kommen von der und der Kirche und wir waren hier, um einfach zu fragen, ob Sie vielleicht eine Gebetsanliegen haben, für das wir beten können. She says, "Yeah, you can pray for me. You can pray for my whole family. My son died yesterday." Ja, sagt sie, du kannst für mich beten, du kannst für die ganze Familie beten. Mein Sohn ist gestern gestorben. The first house they've been out of work, they lost their home. Seht, das erste Haus, wo wir waren, sie waren arbeitslos. Sie haben nach einer Kirche Ausschau gehalten. This house, her son had died yesterday. Und in dem zweiten Haus war jemand gestorben. Sie haben jemanden verloren. I felt like God was hitting me upside the head. Und es war, als ob Gott mir an den Kopf schlägt. Telling me, Janet, will you get out of your shyness? There's a world out here that needs me. Und Gott mir sagt, Janet, sei nicht so schüchtern. Da ist eine ganze Welt, die auf mich wartet. Well, when we got done praying with her, she said, "I know God sent you. I know He did. What church are you from?" Und dann haben wir mit dieser Frau gebetet und sie sagt, "Danke, ich weiß, das ist alles so schwierig. Von welcher Kirche kommt ihr nochmal?" And then we went on down the street. Und dann sind wir weiter die Straße entlang gegangen. The next home. Das nächste Haus. The Josh could hardly get it out why we were there, and she said, "I'm not interested," and she closed the door, but she was nice about it. Und die Frau, die hat gesagt, ich habe kein Interesse. Sie hat die Tür wieder zugemacht, aber sie war wenigstens freundlich. Well, I looked at my watch and I said, "Oh, we got to get back to the church." Und dann habe ich auf die Uhr geschaut und habe gesagt, oh, es ist Zeit, wir müssen zur Gemeinde zurückgehen. We're going to start the next hour of prayer and new people will be coming in and they'll wonder where we are. Und wir haben die nächste Gebetsstunde und die Leute kommen, die fragen sich vielleicht, wo sind ihr denn und wo bleiben die nur? So I started leading the way back to the church because that's comfortable. So bin ich mutig vorangegangen zurück zur Gemeinde, denn da habe ich mich wohlgefühlt, da habe ich mich sicher gefühlt. And I'm walking down the sidewalk. Und ich laufe auf dem Bürgersteig. And at this house there's these young adults sitting outside. Und da auf diesem Haus, da sitzen einige junge Leute vor dem Haus. And this young girl comes over to me, gets right in my face. Und diese junge Frau kommt auf mich zu und schaut mir direkt ins Gesicht. What are you doing? Was machst denn du da? And I said, "Oh, well, we're praying with people." Ah, wir beten für andere Leute. And she says really loudly, "You're praying with people." Und dann sagt sie richtig laut, ihr betet mit Leuten. And these young adults in the garage. Und dann die jungen Leute, die dort an der Garage waren. One of them that's sitting there, he's holding an alcoholic bottle in his hand. Und der eine, der da saß, der hat so eine Alkoholflasche in seiner Hand. And he says, "You need to go pray with that family in that house over there. Their son died yesterday." Und dann hat er gesagt, ihr müsst mit der Familie da drüben in dem Haus beten. Da ist gestern der Sohn gestorben. And Josh says to him, "Yes, we did. How can we pray for you?" Und dann hat der Joshua gesagt, ja, mit denen haben wir schon gebetet. Gibt's was, wofür wir für dich beten können? This young guy looks at this bottle in his hand. Und dann schaut dieser junge Mann diese Alkoholflasche in seiner Hand an. He shakes his head. Und er schüttelt seinen Kopf. And he says, "I've tried. I can't quit."
Er sagt, ich habe es versucht, ich habe mich bemüht, aber ich kann einfach nicht damit aufhören. He says, there's no hope for me. Für mich gibt es keine Hoffnung, sagt er. And Josh says to him, und der Joshua sagt zu ihm, yes, there's hope. Ja, da gibt es Hoffnung. God can save you out of the drug and alcohols. Gott kann dich auch vom Alkohol und der Bindung an den Alkohol befreien. He said, he saved me out of it. Er hat mich davon frei gemacht. He said, can we pray for you? Können wir für dich beten? And the guy goes, you mean now? Und der Mann sagt, jetzt? And he said, yes. Ja? He says, do I have to pray? Muss ich da auch beten? And he said, well, only if you want to. Nur wenn du möchtest. He says, well, okay. Na gut, hat er gesagt. Normally just one person prayed at the door. Normalerweise hat immer nur einer an der Tür von so einem Haus gebetet. We were so moved by this guy, all three of us prayed. Aber wir waren einfach innerlich so bewegt, dass alle drei von uns ein Gebet gesprochen haben. When we got done and we opened our eyes, he's fighting back the tears. Und als wir alle fertig waren mit dem Beten, unsere Augen wieder aufgemacht haben, haben wir gesehen, dass er Tränen in den Augen hatte. He says, what church are you from? Und er sagt, von welcher Kirche, von welcher Gemeinde kommt ihr? Tell me again where it's at. How do I get to it? Sagt mir nochmal, wo ist eure Gemeinde? Wie kann ich da hinkommen? He said, do you have AA meetings? Habt ihr solche Treffen für anonyme Alkoholiker? He said, when do you meet? Wann trefft ihr euch? We had no literature to give him. Und wir hatten nichts, was wir ihm da lassen konnten. There is a world out there that needs us. Ich sage euch, es gibt eine ganze Welt da draußen, die auf uns wartet und uns braucht. I don't think Austria or Germany is any different than the United States. Und ich glaube nicht, dass Österreich oder Deutschland irgendwie anders ist als die Vereinigten Staaten. People are hard and cold in the US in a lot of places. In Amerika sind viele Leute hart und kalt und kühl. New York City is one of the worst. Und New York City ist eins der schlimmsten Orte. But this last year, churches decided to open their churches up for a day of prayer. Aber letztes Jahr haben Gemeinden dort sich entschlossen, ihre Türen für die Leute zu öffnen. They advertised in their communities. Und sie haben das in der Nachbarschaft bekannt gegeben. And they thought they just offered to pray for people. Und sie haben gesagt, wir bieten einfach an, dass wir für andere Leute beten. They thought maybe a few people might come. Und sie dachten, vielleicht kommen ein paar. They were shocked at how many people came from the neighborhood to get them to pray for them. Und sie waren schockiert zu sehen, wie viele Leute aus der Nachbarschaft zu ihnen kamen, weil sie sich wünschten, dass für sie gebetet wird. And out of that, some of these people came to the evangelistic meetings. Und daraus sind dann auch einige Leute zu den Evangelisationsstunden gekommen. In Michigan, they had a little church that's dying. It only has 14 people. In Michigan gibt es eine kleine Adventgemeinde, die am Sterben ist. 14 Leute hat sie nur. They decided to have a committee meeting and decide what to do. Und dann haben sie einen Ausschuss gehabt, einen Gemeindeausschuss, und haben gesagt, was können wir denn jetzt machen? Some little old lady raised her hand and said, I have an idea. Eine kleine alte Schwester hat ihre Hand gehoben und hat gesagt, ich hätte da eine Idee. They said, yeah, what? Ja, was ist denn das? I read this book on what happens when people pray. I think we need to pray. Ich habe dieses Buch gelesen, was passiert, wenn Leute anfangen zu beten. Ich glaube, wir sollten anfangen zu beten, sagte sie. They said, oh, that's a good idea. Ja, das ist eine gute Idee, sagte sie. So they started praying. So haben sie angefangen zu beten. God led them to go door to door in their neighborhood and offer to pray with people. Und Gott hat sie dazu geführt, in ihrer Nachbarschaft von Tür zu Tür zu gehen, um mit Leuten zu beten, die das wollten. And they started praying weekly for these prayer requests, faithfully praying. Und haben Woche für Woche treu für diese Gebetsanliegen gebetet. In a couple of weeks they went back to those homes. Und nach einigen Wochen sind sie zu diesen Leuten zurückgegangen in ihrem Heim. And asked the people, how can we pray? Und haben wieder gefragt, gibt es etwas, wofür wir beten können? You're getting answers. Und haben die Antworten gesammelt. And they'd find out, they'd write it down and they'd continue to pray. Und die haben sie aufgeschrieben, haben dafür gebetet und fortgefahren. Do you know out of that, some of these people started coming to the church to share their answers. Einige dieser Leute haben angefangen, von dieser Erfahrung in der Gemeinde zu erzählen. And as they prayed, God led them to do some other things too. Und dann führte Gott sie zu anderen Dingen, die sie auch angefangen haben. They grew that church of 14 people to 69 people. Und diese Gemeinde ist von 14 Gliedern auf über 60 Glieder gewachsen. Oh, that we would meet together and pray. Oh, wenn wir uns nur regelmäßig zum Gebet treffen könnten. So I'm with my little group. We're praying at the conference office. We're seeing so many answers to prayer. So bin ich mit meiner kleinen Gebetsgruppe da in dem Vereinigungsbüro und wir sehen so viele Antworten auf unsere Gebete. We're praying over these lists Jerry gives us. Und wir beten für diese Gebetsanliegen der Liste, die der Jerry mir gegeben hat. One of the good things about these lists.
Und eine der guten Dinge über diese Gebetslisten ist das. The first page or two is always the thanksgiving and praises, the answers to prayer. Die ersten ein, zwei Seiten sind immer nur der Dank und das Lob für all die Gebetserhörungen, die Gott gewährt hat. That motivates people to keep praying. Und das motiviert die Leute, weiterzubeten. We're seeing all these answers. We're seeing personnel problems healed, marriages healed. Und wir sehen all diese Antworten. Wir sehen, wie Leute ihr Verhalten verändern, wie Ehen wieder zusammenkommen. Yet people still didn't get it, the importance of getting together to pray. Aber trotzdem haben die Leute immer noch nicht kapiert, wie wichtig es ist, zusammenzukommen, um gemeinsam zu beten. So we started praying, God, give us a sign, something we can pray for. Und so haben wir gebetet, Gott, zeig uns doch irgendein Zeichen, dass wir wissen können, dass wir gemeinsam beten sollen. Some big answer to prayer that will show our conference that united prayer really unleashes God's power. Ein großes Zeichen, das unserer ganzen Vereinigung zeigt und deutlich macht, dass gemeinsames Gebet einen Unterschied macht. And God led us to start praying for our evangelism offering that was taken up at camp meeting. Und Gott hat uns dazu geführt, dass wir für das Evangelisationsopfer gebetet haben, das am Camp Meeting für die Evangelisation gesammelt wurde. They normally got 100,000. Normalerweise haben sie $100,000 gesammelt. So we thought, well, we'll pray for 125. That's big faith. Und dann haben wir gesagt, wir zeigen großen Glauben, wir beten diesmal für $125,000. We didn't tell anybody we were praying for this. Wir haben niemanden davon erzählt, dass wir dafür beten. But do you know at camp meeting it came in 139,000, I think it was. Aber am Camp Meeting wurden dann tatsächlich 139,000 gesammelt. And then it was shared what was happening, and everybody got so excited. Church members sitting in the audience started crying. Und dann haben wir davon erzählt, und als die Leute das gehört haben, sind sie so bewegt gewesen, dass sie angefangen haben zu weinen. Because it made them realize their God is alive. Und es hat sie gezeigt, es gibt einen Gott, der lebt. And we started on a journey of praying for more. Und dann haben wir uns auf die Reise begeben, um für andere Anliegen zu beten. Because people still weren't all convinced that it was really prayer that made it happen. Denn die Leute waren immer noch nicht alle davon überzeugt, dass das Gebet der Auslöser dafür war, dass das passiert ist. So we started praying for like 300,000. Und dann haben wir gesagt, jetzt beten wir für 300,000. Whatever we prayed for, it would come in, but always more on top of that would come in. Wo immer wir für gebetet haben, Gott hat das geschickt, dass so viel eingegangen ist und häufig noch mehr. But the beautiful part was people started going on this journey with God. Das Schöne daran war aber, dass Leute angefangen haben, eine Reise mit Gott zu beginnen. Because we asked them at camp meeting, we didn't tell them, oh, you need to give. Wir haben sie am Camp Meeting gefragt, wir haben nicht gesagt, das müsst ihr alles machen, so und so. Instead, what God led us to do was say, would you just pray right now and ask God what you should give? Stattdessen haben wir gesagt, mögst du nicht Gott einfach für dich im Stillen bitten, dass er dir zeigt, wie viel du bereit bist zu spenden und zu geben. Instead of them just figuring out how much they could afford to give, they're praying, God, what should we give? And it was huge amounts of money. Anstatt dass wir ihnen vorgegeben haben und gesagt haben, so und so viel solltet ihr spenden, hat Gott ihnen eingegeben und gezeigt und ihr Herz bewegt, was sie geben sollten. What they couldn't afford to do. Und was sie sonst nie möglich gemacht hätten. And yet God would come through and they would be able to give it. Und am Ende hat Gott das gewirkt, dass sie auch größere Geldspenden geben konnten. A secretary in the office, a single mother with a child. Eine Sekretärin im Büro, eine alleinstehende Mutter mit einem Kind. Pledges a huge amount of money. Hat eine große Geldspende zugesagt. But God helped her to pay it off by March. And this pledge was made in July. Und Gott hat ihr geholfen, dass sie bis zum März, sie hat im Juli diese Zusage gegeben, bis im März das Geld zusammen hatte, dass sie das spenden konnte. On top of that, God worked it out for her to buy a house that year. Obendrauf hat Gott es ihr ermöglicht, im gleichen Jahr ein ganzes Haus zu kaufen. A lady whose husband had died. Eine Frau, deren Ehemann gestorben war. One year she said, God, I can't give the pledge anymore because I'm on this limited income. My husband died. Da hat sie gesagt, ich kann diese Zusage für diese Spende nicht mehr machen, lieber Gott. Mein Mann ist gestorben. Ich habe nur dieses begrenzte Geld zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. But she prayed, God, what do you want me to give? Dann hat sie gebetet, aber Gott, zeig mir doch, was wünschst du dir, dass ich dir gebe? And God told her to give more than she'd given before when her husband was alive. Und Gott hat ihr gezeigt, dass sie mehr geben sollte noch als zu der Zeit, wo ihr Ehemann noch gelebt hat. And God blessed and worked it out and she was able to pay it off by Gott segnete sie und führte das so, dass sie
das geben konnte und genügend hatte, um auch ihr Leben zu bestreiten. So we started having all these testimonies of how God had blessed people. Und so hatten wir all diese Zeugnisse und Erfahrungen, wie Gott Leute gesegnet hat. People going on this wonderful spiritual journey. Leute, die auf diese geistliche Reise sich begeben hatten. And the Lord kept leading us to pray for more money. Und Gott führte uns dazu, dass wir getraut haben, uns noch um noch mehr Geld zu bitten. And we started praying for $1 million. Und dann haben wir angefangen und haben gesagt, wir beten jetzt für $1 million. It took, I think, 2 years before that came in. Es hat ungefähr 2 Jahre gebraucht, bis das Geld da war. But so much money came in that Jerry had to form a committee that went and fasted and prayed for several days to figure out how to spend this money. So viel Geld ist eingegangen, dass Jerry einen Gebetskreis gegründet hat, dass sie da gefastet und gebetet haben, um sich Gedanken zu machen, wie sie das Geld am besten einsetzen können. Because you don't want to waste it. Denn das will man nicht einfach nur verschwenden. And we were able to start up so many evangelistic things. We had 3 youth evangelism teams. Und wir waren in der Lage, so viele Evangelisationsprojekte zu beginnen. Wir hatten Jugendevangelisationsprojekte. And many other different kinds of outreaches. Und viele andere Outreach-Programme. But it came in $1 million 2 years in a row. Zweimal, 2 Jahre nacheinander haben wir über 1 Million gesammelt. And before that next year, Jerry says to me, Janet, what do you think we should make the gold for camp meeting to ask people to give. Und bevor das zweite Jahr zu Ende war, hatte Jerry zu mir gesagt, Janet, was denkst du, was für ein Ziel sollten wir uns setzen für das Camp Meeting, wenn wir jetzt beten? Well, I started praying about it. Und ich habe angefangen, darüber zu beten. And asking God in my worship one morning. Und habe Gott in meiner eigenen Andacht morgens gebetet. And so strongly it came into my mind, pray for 2 million. Und ganz deutlich bekam ich diesen Gedanken, bete für 2 Millionen. Now the economy is bad. People are out of jobs. Die Wirtschaft war nicht gut. Viele Leute waren arbeitslos. I said, there's no way this can happen. Es ist unmöglich, dass das passieren kann. I can't tell anybody this. Das kann ich doch niemandem erzählen. But I started praying for it. Aber ich habe angefangen, dafür zu beten. And I told a couple other people to pray for it. Und ich habe einigen Leuten davon erzählt und sie gebetet, auch mit dafür zu beten. At that camp meeting, the first Sabbath. In diesem Camp Meeting am ersten Sabbat, when the offering was taken up, als die Sammlung durchgeführt wurde, so little came in that it scared us. Da wurde so wenig Geld gesammelt, dass es mir Angst machte. Because we had all these ministries depending on this money coming in now. Denn wir hatten all diese Ministries, die wir eingerichtet hatten, die von diesem Geld abhängig waren. Jerry usually shares his story, but he says this is why he has gray hair because of. Und der Jerry erzählt diese Geschichte normalerweise und er sagt, das ist der Grund, warum er so viele graue Haare hat. Because of the prayer partners kept praying for more and more money. Weil diese Leute immer für mehr und mehr Geld gebeten haben. But so we're praying for this money, but we didn't tell the people there at camp meeting. Wir haben also für das Geld gebetet, haben den anderen Leuten aber nicht gesagt, wofür wir beten. That last Sabbath, Saturday night. Am letzten Sabbat, am Sabbatabend. Jerry was going to speak and he was getting mic'd up, getting the mic on. Der Jerry war derjenige, der sprechen sollte und das Mikrofon wurde ihm angesteckt. The offering was coming in and it was close to $1 million. It was just within a few dollars of $1 million. Und die Sammlung wurde durchgeführt und es war fast $1 million. You got to understand, this is an incredible thing. People don't give that kind of money in the US. Und ihr müsst verstehen, das ist unglaublich. Die Leute in Amerika geben so viel Geld normalerweise nicht. Jerry had people calling him up from all over the place saying, "How did you raise that kind of money?" Und die Leute haben den Jerry von überall in den Vereinigten Staaten angerufen und hat gesagt, "Wie hast du das geschafft, so viel Geld zu sammeln?" And Jerry hesitantly said, "We prayed for it." Und Jerry hat einfach zögernd gesagt, wir haben einfach dafür gebetet. They say, yeah, you prayed for it, but what did you really do? Ja, ihr habt dafür gebetet, aber was habt ihr wirklich gemacht? People didn't believe. Die Leute haben es einfach nicht geglaubt. But this, as they're putting a mic on Jerry, this man comes up. Aber da kommt dann dieser Mann. He's a wealthy man, but he's never given to the evangelism offering. Er ist ein sehr reicher Mann, aber er hat für Evangelisation und noch nie etwas gespendet. And he says to Jerry, how's the offering going? Und er sagt zum Jerry, na, wie ist die Geldsammlung denn ausgefallen? And Jerry says, well, we're going to make our million. We're just within a few dollars of it. Und hat er gesagt, ja, wir werden die Million wahrscheinlich erreichen, ein paar Dollar fehlen noch. But Jerry says to him, und dann sagt der Jerry zu ihm, we got some of these crazy prayer partners that are praying for 2 million. Aber weißt du, wir haben einige dieser verrückten Gebetspartner. And he said, really? Und die beten für 2 Millionen. They're really praying for 2 million? Und der Mann sagt, die beten wirklich für 2 Millionen? And he's shaking his head in unbelief. Und er schüttelt ungläubig seinen Kopf. He says, my brother and I, we got together this afternoon to pray about how much we should give.
Und er sagte, mein Bruder und ich, wir sind heute Nachmittag zusammengekommen und haben uns ausgetauscht, wie viel wir denn spenden sollen. And we thought we'd give 100,000. We thought that would help you make your million. Und wir haben gedacht, wir spenden vielleicht so 100.000 Dollar, damit die Million erreicht wird. But he said, as we met and we prayed, we felt so strongly we needed to give pledge $1 million on top of your million. Und dann haben wir aber gebetet und er hat so stark die Überzeugung gewonnen, dass wir eigentlich 1 Million spenden sollten, damit 1 Million mehr gespendet wird als das, was ihr erreicht habt. The guy starts crying. Und dann fängt dieser Mann zu weinen an. He says, I don't know how I'm going to do this. I don't have that money right now. Und dann sagt er, ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll. Ich habe das Geld nicht. But he pledged it. Aber er hat's versprochen. And when the audience was told that it was not 1 million, but 2 million. Und als die Zuhörerschaft gehört habt, dass es nicht 1 Million war, die gesammelt wurde, sondern 2 Millionen, die zugesagt worden waren. Everybody was standing up and praising God. Sind alle aufgestanden und haben Gott gelobt. Because they knew that God had done a mighty thing. Dass Gott, weil sie wussten, Gott hat ein Wunder gewirkt. I would like to invite you tonight to those of you who'd like to take part in a united prayer time. Ich möchte euch heute Abend einladen, dass diejenigen von euch, die das möchten, in so einem gemeinsamen Gebetsteam mitzumachen. We're going to meet in the prayer room right next door. Wir treffen uns in diesem Gebetsraum gerade nebenan. We can't meet for too long, but just close to 10 o'clock we'll quit. Wir können nicht so lange machen heute, aber spätestens um 10 Uhr hören wir auf. And just to go through a united prayer time. Dass wir einfach so eine gemeinsame Gebetszeit erleben. I know some of you may not be able to do that. You need to go to bed, whatever. But if some of you'd like to join us, if you could just for 20 minutes or so. Ich weiß, manchen von euch ist es nicht möglich. Ihr seid vielleicht müde, müsst ins Bett gehen, was immer das auch ist. Aber vielleicht könnt ihr euch für 20 Minuten uns anschließen. Let's just pray. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt beten. Lord, I want to thank you. Herr, ich möchte dir einfach danken. That you're a God who is longing for a people that will expect great things. Dass du ein Gott bist, der sich danach sehnt, dass dein Volk viel von dir erwartet. That you are longing to show yourself strong on their behalf. Dass du dich danach sehnst, dich als mächtig für sie zu erweisen. Help us, Lord, to trust you. Hilf uns, Herr, dass wir dir vertrauen. And to praise you. Und dich zu loben. Even if you don't answer. Auch wenn du nicht gleich antwortest. But help us to persistently keep coming to your throne. Aber hilf, dass wir dranbleiben, wenn wir vor deinen Thron treten. Until we see your mighty right arm work. Bis wir deinen mächtigen rechten Arm wirken sehen. And I thank you in Jesus' name. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Amen.